Hallo, Morning Talk. Heute haben wir, ich habe schon wieder keine Ahnung, da Mittwoch, den 4.5.2016. Ja, ich habe hier den Fernseher schon an, denn ich will die PlayStation Plus Titel ausprobieren, bevor ich es vergesse, bevor ich arbeiten gehe. Deswegen habe ich den schon angemacht, weil wenn ich den aus habe, vergesse ich das manchmal auch mal wieder. Auch die Bäume. Ups, da wollte ich nochmal gucken. Bei meinem Recap von Game of Thrones Episode 2. Wird richtig gut geguckt. Das ist der Wahnsinn. Aber ich wollte mal gucken, ob es da was Neues gibt. Da wurde so sehr viel geschrieben. Nee. Also es wird sehr viel geschrieben, das freut mich. Das freut mich. Wir gehen zum Herrn, ihr wisst schon, wen ich meine. Gucken, was er zu sagen hat. Servus, Kinas, hier ist der Flamm, würde ich mal sagen, besser Morning Talk. Morning Talk, Morning Talk, Morning, Morning, Morning Talk. Morning Talk, Morning Talk, Halt die ah. Fräse. Sehr gut. Jedes Mal. Aber hier? Oh, Nein. nee. Da muss ich sein Grinsenochsen vermeiden, weil wir einfach nur den ganzen Tag grinsen können. Wärst du nur nicht mal richtig nüchtern. Brakonützen einfach, warum ich ins Disneyland gegangen bin, obwohl ich Disneyland mag. Ist einfach nur, weil ich gedacht habe, dass es irgendein schwuler Park für Erwachsene ist. Und jetzt so ein schwuler Park für Kinder, wo Erwachsene denen die Eier lutschen. Ich weiß, dass du gerne, Patrick, die Eier lutschst, aber trotzdem sollen es nicht die anderen Erwachsene machen. Disneyland ist auch so ein schwuler Park. Schwul, 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 schwul. Und ich dachte, ich könnte da wenigstens Mickey, Goofy und Donald, die dort dauernd angeblich rumlaufen würden, aufs Maul hauen, einfach Die nur laufen doch da komplett rum. zerstören. Egal. Jetzt bist du dran, Tobi. Meine Kameraführung hier, beste. Sonst heult der Urheber da, wenn ich gute Kameraführung habe. Und was wir gestern gemacht haben, wir haben das hier gemacht. Ich weiß, warum wir uns in Japan Chivas Regal geholt haben. Oder beziehungsweise ich. Ich habe mir auch ein Bento geholt. Ich weiß es auch gar nicht mehr, dass ich mir ein Bento geholt habe. Heute Morgen sind wir aufgewacht. Ich habe meine Hosen. Wir haben unsere Hosen vermisst. Das Keine klingt Angst. irgendwie falsch. Ja, wollte ich gerade sagen. Es klingt irgendwie Ochsen falsch. Ich bin oben aufgewacht und Urwel unten. Das Das klingt klingt auch falsch. Ich habe die Betten gezeigt. Durch. Urwel ist in einem anderen Bett als ich aufgewacht. Nicht so wie bei Patrick und Tobi, die jeden Tag, auch wenn sie nüchtern sind, im selben Bett aufwachen, wenn sie im Urlaub sind. Genau. Frag mich einer warum. Frag mich einer warum. So, was haben wir gestern noch gemacht? Wir sind gestern nichts mehr. Ihr kennt es hoffentlich auch, wenn ihr das erste Bier trinkt und Ochsenbock aufs zweite bekommt und nach dem zweiten noch irgendwie nicht mehr wisst, wo ihr seid. Wir haben doch was gemacht, wir haben Wäsche gewaschen. Stimmt, wir haben Wäsche gewaschen. Und Bier getrunken. Und Bier getrunken. Und Bier gekauft. Und Bier gekauft. Und ich habe irgendwie für 60 Euro Bier gekauft. Ich habe Heineken gekauft. Ich habe, glaube ich, mal alle den kompletten Biervorrat am Laden aufgekauft. Das kann gar nicht sein, du hast dein Geld bestimmt weggeschmissen. Gestern heult er noch rum, er hat kein Geld, er will sich ein Cosplay kaufen. Weil er jetzt im Disneyland war, hat er kein Geld mehr. Und jetzt sagt er hat für 60 Euro Alkohol gekauft. Ja, hättest du das lieber nicht gemacht. Egal. So viel hast du nicht gekauft, wie dir an Geld fehlt. Du hast bestimmt auf die Straße geschmissen oder so. Egal. Auf jeden Fall mache ich jetzt mal Schluss, ihr kleinen Nuttenbengel. Weil Tobi, du hast keine Fragen mehr gestellt, also beantworte ich Junges keine mehr. Nur wenn du wieder Fragen stellst, beantworte ich die dir, weil du einfach Nuttenbengel bist und die nicht selbst beantworten kannst. Ey, ich wollte meine Augenochsen aufreißen, aber ich sehe gerade die ganze Zeit aus wie ein Japaner, sehe ich hier, wie so ein Oda-Typ. Trotzdem seid ihr alles Nuttenbengel, die das gucken. Steiger? SW! Steiger! Halt dein Maul! So, da habt ihr es mal. Baby! Bobby, Ben! lern mal saufen! Das heißt Benny. Gar nichts heißt das allein. Bobby kann saufen.
Bobby kann gar nichts. Bobby kann hier vielleicht von hinten kommen, aber gar nichts sonst. Allein. Verliert nicht 60 Ciao. Euro, wenn er sich drei Bier kauft. Ach ja. Wie ist es eigentlich mit Steiger in Japan? Du hast gar nichts mehr gesagt, deswegen, Mr. Danny. Mir war so klar, die ersten Tage hältst du dich noch an dein Versprechen, wo du sagst, nein, ich trinke wenig, ich will Japan sehen. Und jetzt sind es noch, wie viele Tage bist du noch in Japan? 3. Am Samstag kommt ihr wieder. Und du bist schon wieder... Werdet ihr noch irgendwas anderes machen jetzt in den 3 Tagen? Beziehungsweise 4, es ist ja heute noch Mittwoch. Oder für euch nicht mehr so lang, der Mittwoch. Deswegen 3. Werdet ihr nur noch saufen jetzt die ganzen restlichen Tage oder macht ihr noch irgendwas Sinnvolles mit euren letzten Tagen in Tokio? Ich meine, das könnt ihr hier auch machen, was ihr jetzt gerade macht. Deswegen, naja. Naja. Overwatch ist geil. Ich habe ja gestern ein bisschen gestreamt, bis dann Dome seinen PC nicht mehr machen wollte, beziehungsweise ich dann auch ja, keine Lust mehr hatte zu streamen. Habe ich noch ein bisschen so gezockt. Hat war geil. Spiel ist übelst geil. Ich habe es mir genauso vorgestellt. Genau so. Und es ist so geworden, wie ich es wollte. Also Blizzard macht es wie immer gut. Die wissen, wie man Spiele macht. Habe ich gerade eben einen Kommentar bekommen? Nee. Und willst du dann mehr angezeigt, als ich einen Kommentar bekommen? Ja, wie gesagt, also... Die Beta hat jetzt angefangen, natürlich nicht für jeden. Morgen ist Open Beta, also auf jeden Fall ausprobieren. Geht sogar ganz schön lang. Die geht. Von morgen, also Donnerstag, bis Montag. Ich kann zum Glück bis zum Release durchzocken. Finde ich geil. Ich freue mich schon, wenn es losgeht dann. Ich habe auch ein bisschen aufgenommen, also während dem Stream ist auch gleichzeitig aufgenommen. Aber ich denke, dass ich das hochlade. Ich habe es einfach mal gemacht, nur zum Gucken. Aber ja. Mal gucken. Ich scroll auch hier schon direkt bei meinen Abos. Ob es irgendwas gibt, aber... Nee. Ich hab nur jetzt mitgekriegt, der Götze, Mario Götze, hat Game of Thrones gespoilert. Bei sich auf Twitter. Und ja. Ich scroll jetzt schon, ich bin jetzt schon fast unten. Da ist aber nix. Nö. Dann gucken wir mal auf der anderen Seite. Ich habe jetzt schon ein bisschen Yokai Watch doch angefangen zu zocken. Es ist geil. Also, ich hab's ja schon auf Japanisch gezockt, deswegen, aber es ist mal gut, auch ein bisschen zu wissen, was es geht. Watch Dogs 2, neuer Charakter geplant. Warum auch immer. Das sieht anders aus, ich kann es ja mal kurz hoch. Kurz hier einblenden, wie der aussehen soll. Der Kaldo. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Der sieht irgendwie komisch aus. Aber, naja. Bei Spider-Man war ich auch skeptisch, weil sie den da jünger gemacht haben, schon wieder. Noch jünger als der andere. Aber, es hat richtig gut hingehauen. Von daher. Was gibt's noch? Was gibt's noch? Es gibt nichts. Deswegen... werde ich jetzt wahrscheinlich aufhören. Humble Bundle, gibt's was Neues. Friends of Nintendo, das ist noch eine Woche. Das sind einfach Nintendo-Spiele, da ist jetzt aber nichts dabei, wo ich jetzt sage, okay, das will ich haben. Und dann das Humble Eye Candy Bundle. Hier. Mit, ja, keine Ahnung. Also das sind jetzt keine Spiele, die ich sage, die will ich haben. Nö. Powerful Ascension ist geil, das habe ich aber auf der PlayStation 4, deswegen brauche ich das nicht hoch. Ich meine, das ist cool. Evoland 2. Ja, da müsste man $10 oder 10 Euro ausgeben für das alles. Das, ne.
Nö. Nö. Tree of Savior. Wie gesagt, ist immer noch das Problem, dass ich keine Zeit habe. Ich muss jetzt gleich wieder arbeiten. Und das bis heute Abend. Ich muss halt ein bisschen länger machen. Deswegen kann ich es heute nicht aufnehmen. Ich will halt noch ein Stückchen Overwatch zocken. Ich will auch ein Stückchen die Spiele ausprobieren. Und dann muss ich arbeiten gehen. Deswegen, ja, ich weiß nicht, wann ich es mache. Am Wochenende habe ich überhaupt keine Zeit. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Morgen habe ich Zeit. Morgen ist frei. Morgen nehme ich es auf. So, wo war ich? Genau, Tree of Savior. Also morgen habe ich Zeit. Ich weiß zwar noch nicht wie, weil einmal wollte ich weggehen, dann wollen meine Eltern, dass ich mit denen irgendwo hingehe. Keine Ahnung. Und könnte aber sein, dass ich in 2 Wochen, oder? Ja, wenn man es gut nimmt, ist es sogar schon nächste Woche. Da habe ich ein verlängertes Wochenende. Ich habe so viele Überstunden gesammelt, dass ich mir fast eine Woche Urlaub nehmen könnte. Beziehungsweise, ja doch, eigentlich schon. Und das passt, dann habe ich noch frei und Wochenende. Da fahre ich, glaube ich, nochmal ein bisschen weg. Wohin? Weiß ich noch nicht. Aber ich fahre weg. Hoffentlich. Das ist noch nichts. Also, ich plan's, aber so wie das immer ist, ihr kennt es auch. Kann immer irgendwas dazwischen kommen. Ja. Deswegen, ich will irgendwo hinfahren. Es stehen ein paar Orte zur Auswahl. Jetzt muss man nur noch gucken, ob es klappt. Weil ich habe schon geguckt, mit dem Zug wäre es besser als mit dem Auto. Und es wäre kürzer mit der Zeit. Falls ich dann dahin fahre, gibt es auch einen kleinen Vlog. Dann gibt es auch Morning Talk von dort. Also, ja. Also ich freu mich, wenn es klappt. Ihr könnt euch auch freuen. Ich mache jetzt Schluss. Ich bedanke mich. Bis dahin, also. Ciao.